Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mount & Blade Warband. Ja, letztes Mal waren wir ja da stehen geblieben, dass wir uns hier den Grafen Haringno höchstpersönlich um uns gekümmert haben. Er ist jetzt auf jeden Fall platt. Wir haben noch 86 Männer. Sie haben uns ungefähr das Doppelte in der Burg. Ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir hier die Burg stürmen und somit den Swadian den nächsten Strich durch die Rechnung machen. Ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir uns jetzt hier mal ransetzen. Haben ja gesagt, dass mal langsam Zeit wird und ich denke, die Zeit ist jetzt gekommen. So, wir belagern die Burg und wir müssen einen Belagerungsturm errichten. Wie lange dauert denn das? 72 Stunden. Okay, da muss ich erst aber noch was anderes machen. Scheiße! Das ist natürlich hart, weil da muss ich nämlich hier erstmal kurz die Hunderter noch aus dem Weg räumen. Also dann darf mich nämlich gar keiner ficken in der Zeit. So, gut, dass du jetzt gerade auf mich zukommst. Sehr schön, dann erledigen wir dich nochmal eben kurz vorher, weil ich darf keinen Hunderter dann noch haben, der mir in den Arsch kneifen will. Habe ich erstens herzlich wenig Interesse dran, zweitens, ja, wenn der nämlich käme, sehe das für uns recht finster aus. Sowas hatten wir zu bieten, durchaus zumindest ein paar Pferde sehe ich da. Also not so easy. Erstmal ein paar Pfeile abschießen, Männer sind da, sehr gut. Dann mal wieder das übliche Spielchen, Position halten und zusammenrücken. Das Licht steht gerade blöd, so dass ich es nicht richtig gesehen habe. So, die Herren werden das schon hinkriegen. Ich persönlich werde mich jetzt natürlich schon mal auf die Jagd machen. Och, Malte, das wäre wirklich jetzt hier ein ganz schlechtes Ding von dir. So, geht doch. Hol den Typen zumindest schon mal von seinem Pferd herunter, damit du recht beweist, hier wer der Chef im Ring ist. So, den Rekruten kann ich auch nochmal eben umlegen. Jetzt ist er ein einfacher Infanterist. So, sehr schön, wieder ein weg. Ups, da bin ich abgeprallt. So. Der Graf ist weg. Sehr gut. Autsch, shit. Malte, öfter mal ein paar Wendungen hinlegen. Ich glaube, es sind sie, ja, jetzt haben sie ihre Formation aufgelöst. Ich sehe es jetzt. Okay, das heißt, irgendwo müssen jetzt die Pferde sein. Die werden wahrscheinlich irgendwo hinter mir rumtouren. Da muss ich mich jetzt mal umgucken. Okay, ist noch ein einziges. Da muss ich da einfach nur aufpassen. So, da es keinen Sturmangriff mehr gibt, meine Herren, wenn ich bitten darf. Attacke gegen die paar Ambruschschützen. Da werden die aber auch noch mit fertig werden. Wie gesagt, ich möchte natürlich jetzt Verluste vermeiden. Das sah böse aus. So. Also die Liste ist schön blau wie und je. Da gibt es nichts zu meckern. Unsere Männer sind ja den Truppen deutlich überlegen. Oh, da kommt nochmal ein Sturmangriff. Upsie. Shit, Mani ist kaputtgeschlagen worden. Und der hat eine Lanze. So, aber mal ganz kurz den Drehradius verkleinern. So, dich jage ich jetzt natürlich. So viel Spaß muss sein. So. Ah, mein Gott, der ist aber hartnäckig. So, platt mit dem. So, jetzt kommen hier natürlich noch ein paar. Und da vorne reitet sich jetzt wieder irgendwelche Scheiße von uns. 3 gegen 1, der ist doch bekloppt, ey. So. Sehr gut. Autsch, trifft er mich noch. Ja, Lebenspunkte, jetzt muss ich gucken. Die werden sich wahrscheinlich eh wieder auffüllen, währenddessen wir diesen dämlichen Belagerungsturm bauen müssen. Ja, dafür muss ich ja, wie gesagt, halt diesen dämlichen Hunderter weg haben, weil wenn der mir dann da hinten reinreitet und mir dann schon die ersten Männer klaut, bevor ich ja, mich gut positionieren kann, mir das Schlachtfeld aussuchen kann, da mussten wir eben kurz zwischengehen. So, Graf hat es geschafft zu fliehen, ist für mich jetzt kein Problem. Ach, scheiße, ich hätte den Kack noch verkaufen müssen. Upsi. Gut, dann geht der Scheiß jetzt erstmal zurück. Alles unter 150 ist, geht erstmal wieder back. So, der ganze Kack ist über 150. So, der Scheiß kommt jetzt mal hier hin. So, ja, passt ungefähr.
Gut, dann sollten wir tatsächlich noch den Scheiß verkaufen gehen am besten, damit wir mit leeren Taschen da gleich reinstürmen. Wäre sonst auch ungünstig. In der Zeit können wir uns erstmal wieder aufladen. Außerdem brauche ich vielleicht noch ein bisschen Nahrung. Ich weiß nicht, 72 Stunden, das ist schon eine gewisse Zeit, die wir dort verweilen müssen. So, jetzt hier aufpassen auf den König. 47er, der interessiert mich nicht. Gut, ab nach Suno. Also mittlerweile echt schön, wie frei man sich hier bewegen darf. So. So, der ganze Scheiß jetzt hier erstmal weg. So, und jetzt hier ein bisschen auffüllen die Vorräte. Aus Sicherheitsgründen. Safety first und so. Bis 750. Jetzt sind wir schon wieder 800. So. Pferdehändler. So, Rüstungshändler. Den Rest. Sehr gut, so um 9.000 haben wir jetzt. Das soll auch reichen für den Fall, dass wir da gleich wieder eine Meldung kriegen, dass wir Gehälter zahlen müssen. So, und jetzt sind wir soweit. Belagert die Burg. Verlangt ein Treffen mit dem Befehlshaber rendemäßig. Ergibt euch, eure Lage ist hoffnungslos. Ergeben. Ha! Wir können diese Mauern halten, bis wir als alte Männer sterben. Okay, viel Spaß. Errichtet einen Belagerungsturm. Das kann dauern, meine Freunde. Deswegen, also, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Upsi. Obwohl, das geht ja sogar. Okay, die rennen jetzt alle hier hin. Sind die Nords mal wieder im Krieg mit denen? Weil wenn ja, dann muss ich nämlich ganz schnell zusehen, dass ich die hier eben platt mache. Also die wollen jetzt erstmal in die Burg stürmen. Das geht schon mal gar nicht, weil wenn sie in die Burg sind, dann wird das schwer mit den Jungs hier. So, die haben sich jetzt alle auf feine Seite angeschlossen, habe ich kein Problem mit. So, sind jetzt 190 gegen 68. Ich habe jetzt das Schlachtfeld natürlich nicht aussuchen dürfen. Deswegen mir nach, müssen wir das Beste draus machen. Mal nach hinten gucken. Nee, hinten schlecht. Versuchen wir es hier oder dort. Da kommen sie schon direkt. Oh shit. Ah, Mist. Okay, simpler Sturmangriff, den die machen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt habe ich mich noch nicht formiert. Das könnte ein paar Verluste geben. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir die natürlich möglichst schnell von den Pferden holen. Oh, ey, die sind ja auch wirklich einfach nur auf Bashen aus. Na, dann können wir da nicht, auch nichts machen. Dann einfach in den Angriffsmodus gehen. Versuchen, dass wir jetzt hier nicht sterben. Truppenteilemäßig haben sie auf jeden Fall einiges. Muss mal gucken. So, erstmal hier die Jungs auf den Pferden, die müssen weg. Und wenn es die Grafenhöhe selbst sind, da habe ich ja natürlich kein Mitleid mit. Boah, Vorsicht, Baumstamm. Ja, gut. Oh, Mann, ey, du bist ein Trottel. Neue Feinde sind eingetroffen. Dankeschön. So, ihr habt sie von den Pferden geholt. Jetzt versuche ich natürlich jetzt erstmal die neuen Pferde irgendwie. Oh Gott, das ist ja hier schon wieder ein Haufen, ey. Das ist ja unfassbar. So, ersten Toten haben wir zu beklagen. Der fällt schon mal runter, das ist gut. Ey, das ist ja. Taktik hat das hier nichts mit zu tun. Die ersten paar Toten jetzt hier, das ist schlecht. Wir sind immer ein Level aufgestiegen. Das ist doch schon mal etwas. Wieder ein Bewusstloser. Aber diesmal ist ein Arithmener, das ist nicht so schlimm. Ha, da haben unsere Klingen gekreuzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mist. Ja, gut, jetzt geht die Liste auf jeden Fall wieder fit. Soweit. Da müssen wir jetzt zumindest schnell die Burg belagert kriegen, damit sich ja die Nords nicht daran machen, jetzt nachdem ich da die ganze Arbeit gemacht habe, dass die sich das jetzt raffen wollen. Boah, mitten im Spawnpunkt. Und hier, guckt euch das an. Guckt euch das an. So häufig kann man doch gar nicht schlagen, wie sie spawnen hier, ey. Das ist doch wieder. Ach komm, Alter. Zumindest treffen solltest du noch. Sonst wird's ja langsam peinlich. Och, Alter. Malte. Dankeschön. Ja, aber auf jeden Fall die Schlacht um die Burg möchte ich heute noch gerne in der Folge haben. Das lasse ich mir so nicht nehmen.
So, wer trifft zuerst? Ich oder die Bogenschützen? Ich. So, geschafft. Ein paar Tote haben wir. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, wie viele. 3 Stück. 3 Huskarl, das ist natürlich Aua, aber was wir machen. So, jetzt 81 gegen 27. Da ist simpler Sturmangriff angesagt. Da sind wir so in Überzahl, da ist taktisches Geplänkel einfach unnütz. Okay, das ist natürlich irgendwie positionsmäßig hässlich für uns. Ah, okay, ist zumindest schon mal hinter dem Fluss. Also ansonsten wären wir jetzt höchst selbst in Probleme geraten. Des Weiteren muss ich mal eben zur Tür. Einen Moment. So, kann weitergehen. Oder halt so, ja. Genau, in die Richtung hier. Oh, laufe ich da direkt in so einen Vollidioten mit dem Speer rein. So, okay, das sieht aber schon mal stark aus. Da gibt es ja nichts zu meckern. Wir sind ja auch in deutlicher Überzahl. Unsere Truppen sind auch fähigkeitenmäßig überlegen. Alles andere als ein lupenreiner Sieg würde mich jetzt verwundern. So, wie gesagt, das hier ist natürlich hässlich und extrem geil zu verteidigen, muss man auch sagen. Also man stelle sich mal bitte vor, man könne... Na los, komm. Man könne seine Truppen hier hinstellen und dann einfach hier so verteidigen. Wie ultra geil wäre das denn? So, einer rennt wohl noch, da hinten. Ja, und er ist weg. Also das ist gut zu verteidigen hier, also Satan. Okay, so, dann hat das Typis geschafft zu fliehen, der schafft es auch zu fliehen, aber der dritte nicht. So, und ihr seid mein Gefangener. So, und ihr kommt jetzt auch noch mit. So, aufrüsten hier, so 83 haben wir noch, das reicht auf jeden Fall noch für Burgbelagerung. So, ich nehme den ganzen Scheiß jetzt erstmal pauschal mit. Was wir am Ende davon behalten, weiß ich noch nicht. Jetzt aber auf jeden Fall erstmal... da oben ist der König. Das ist übel. Nee, wir müssen uns verziehen. Wir müssen uns... Obwohl... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Männer. Wir können bei der Aktion jetzt hier drauf gehen. Weil wenn der König gleich kommt, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Aber andererseits holen sich sonst bestimmt die Nords die Burg. Deswegen müssen wir da jetzt ran. So, Graf Despin will uns angreifen. Okay, dann soll er mal. 81 gegen 71. Die tun noch alles dafür, um ihre dämlichen Drecksbogen zu behalten. So, hier können wir arbeiten. Dankeschön. So, Männer, zusammenrücken. So, und wir gehen jetzt natürlich dann logischerweise runter und holen uns hier die Jungs weg. So, viel Spaß sollen die natürlich nicht haben. Schön gegen den Baum gerannt, perfekt gemacht. Kollege, ich sehe schon wieder die Lanzen und fühle mich schon wieder halb aufgespießt. So, der ist runter. Ah, scheiße. Aber ich glaube, das haben die Herren hier, kriegen das wohl in den Griff. Wir sind ja auch in deutlicher Überzahl so schon gewesen. Der König konnte sich nicht anschließen, da war zu weit weg. So, wie gesagt, nur diese 300 gleich gegen die 81. Das möchte ich nicht riskieren. Das könnte richtig Aua geben, weil der König hat in der Tendenz durchaus stärkere Truppen, also nicht nur mehr, sondern auch stärkere Truppen als ja, seine durchschnittlichen Fürstenjungs. Das können wir hier ein bisschen auf die Schnauze. So, und jetzt kriegen die auf die Schnauze. So, ausgleichende Gerechtigkeit. Da hinten ist noch was. Ah, einer ist noch. Das ist meiner! So, next 2. So, die Jungs sind hier am Jubeln. Geschafft, keine Verluste. Despin ist geflohen. Nächste paar Gefangene. Dafür lohnt es sich alleine schon bald zurückzulaufen. Aber das dürfen wir natürlich nicht tun. Wir haben jetzt nämlich immer noch diese Scheiße vor uns. So, erstmal den ganzen Kack hier weg. Unter 200 geht hier nichts mehr. Okay, lasse ich so. Dann lasse ich im Zweifel ein paar Lücken.
So, jetzt ist der König dorthin. So, aber wir werden es einfach weiter versuchen, die dämliche Burg hier zu belagern. So, die rennen einfach durch und Belagerung abbrechen. Ihr seht's. Das war jetzt haarscharf. Die rennen hier einfach durch. Okay, ach stimmt, warte mal, da hättest du ja vielleicht dran denken dürfen. Ach Chef, bist du doof. Fraktion. Swadien. Es war keine unbeglichene Richtung mit. Keine unbeglichene Rechnung mit Nord. Das heißt, jetzt ist hier einfach der König da, um uns zu ficken. Puh, gerade noch so geklappt. Gut, wir bringen jetzt eben kurz die Gefangenen zurück und drehen dann hier eine erneute Runde. Ich denke mal, aber wir können eine Schlacht mit dem König nicht mehr ewig ausweichen. Wir brauchen schon wieder eigentlich Nachschub. Ach Mann, ich möchte das so gerne machen, aber das ist unfassbar schwierig. Also, okay, ich kann mich jetzt eigentlich nicht beklagen, ne? Also, ich meine, wir haben es ja immerhin geschafft, schon mal so ein bisschen was hier so zusammenzukratzen. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um uns höchst selbst. Ja, Waffenmeister und Bogenzugkraft wären jetzt die nächsten logischen Schritte. So. Nochmal 80 auf werfen. So, genau. Also wir geraten jetzt nochmal in den Norden. Ich brauche nochmal neue Verstärkung, nochmal neue Männer. Dann muss ich mich nämlich irgendwie dem König stellen, weil sonst wird das nichts. Das ist unfassbar, ey. Das ist so zäh. Aber anders kannst du das nicht machen. Ich kann jetzt nämlich. Ich könnte jetzt schon versuchen, diese 300er Schlacht zu riskieren gegen den König, aber dann muss ich jetzt überlegen, wenn ich das wirklich machen will, was hat der so? Also er hat 6 Ritter und 2 Sergeants sowie 6 Scharfschützen. Das ist nicht so wild. Aber er hat 48 Waffenknechte. Das heißt 48 Reiter plus die 6. Oh Gott. Also das sind weit über 50 Pferde. Die sind bald so viele, wie ich Männer habe. Also wir brauchen das Maximum von dem, was möglich ist. Oh oh. Nee, nee, wenn die uns jetzt zu nah holen am König, dann. Okay, jetzt dürfen sie. AKA, jetzt darf ich. Ah! Mist. Okay. Hoch nach Jägerby. Wir brauchen ganz schnell neue Männer. Ich denke, in Jägerby kriegen wir schon alles Nötige. Hoffe ich zumindest. So wie ich das Dorf hier kenne. So, rekrutiert Freiwillige. 11 sind bereit, um zu folgen. Wir nehmen alle 11 mit. Brauchen jetzt noch 4. Okay, das dürfte sich dann hier gleich erledigt haben. Schon recht wieder. 3. Okay, auf den einen scheiße ich. So, wir gehen direkt nach unten in den Süden. Sunu wird belagert von Rodok. Okay, also Rodok möchte doch nochmal zur Gegenoffensive ansetzen. Hat auch Viluka genommen, sich jetzt gerade so aus dem Augenwinkel. Okay, Rodok ist in den alten Grenzen. Also außer im Osten halt. Aber haben sich jetzt auf jeden Fall schon mal gegen Nords zur Wehr gesetzt. Also das heißt, Nords kann hier nicht unbedingt vorgehen. Also ein bisschen fehlen lassen müssen sie also auch noch. Gut, okay, wir gehen jetzt dann dementsprechend. Ach, Balani wurde überfallen. So, wir versuchen wieder in Haringno. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das Ding jetzt hier dementsprechend überfallen kann. Es sind 2 Grafen drin, aber die haben noch keine Truppen. So, wir versuchen das wieder. So, ich hoffe jetzt einfach, dass der König nicht kommt. Verzeihung, dass ich jetzt so still bin, aber ich muss mich kurz konzentrieren. Erstmal schön Sold bezahlen, 2200. Sehr schön, geil, freut mich. Ich sehe immer noch keinen König. Du bist, ne, 53, Mann. Vor dir schrecke ich mich nicht. Vier Stunden noch. Okay, wir schaffen es dieses Mal. Wir kriegen es hin. 2 Stunden. So, führt die Soldaten zum Angriff. Wir haben es geschafft, ey. Oh, ich dachte, ich müsste jetzt unbedingt noch mit dem König prügeln. So, okay, Männer, mir nach. Ach, ich habe natürlich das falsche Belagerungsgerät mit, fällt mir gerade ein. Warum fällt mir eigentlich sowas immer zu spät ein? Warum merke ich eigentlich sowas immer dann, wenn es ja, zu spät ist, im wahrsten Sinne des Wortes? So, die Männer müssen jetzt erstmal sich daneben stellen, damit richtig der Belagerungsturm erstmal in Bewegung kommt. So, versuchen wir jetzt natürlich dagegen anzuknallen. Wir haben jetzt glücklicherweise noch ein bisschen Bonus, was Bogenzugkraft angeht, bekommen.
So. Ja, das wird abgefangen. Boah, ich hasse das. Also unsere Männer kriegen hier natürlich schon ordentlich Probleme. So, zusammenrücken, dann sonst müssen sie immer näher an mich ran. Wenn die so breit gefächert stehen, dann gibt es vielleicht so ein paar Probleme. Hier können sie wenigstens noch ein bisschen hinter covern. Hier seht ihr das, hier können sie so ein bisschen was. Da ist ein bisschen Raten jetzt hier, wo ich hinschieße. Wir dürfen nicht so viele Männer verlieren, bis der dämliche Turm da ist. Und das ist eine verdammt schwere Burg hier, die einzunehmen ist. Aber bislang geht's glaube ich noch. Ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet, aber ich höre schon so ein paar Auerschreie von unseren Männern. Jo, da ist schon das erste Schild kaputt gegangen. Das wird eine schwierige Nummer, ich sag's euch Leute. Jetzt müssen wir gleich soweit sein. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Ja gut, damit die jetzt verballert. Gut, Männer, dann ab in den Angriff. Ah. Ach, scheiße, meine rechte Maustaste. Also ich muss jetzt erstmal hier durch, ganz dringend hier durch. Ich muss da weg, also aus dieser Enge muss ich raus, so ist schon besser. So, wir haben schon wieder hier Verluste, jetzt kriegen wir wieder auf den Sack. Ah, ich komme hier nicht durch. Jetzt. So, das war das Entscheidende. Aber ich muss erstmal dafür zusehen, dass wir die Verluste hier durch diese dämlichen Armbrustschützen minimieren. Ja, wir haben auch schon selber ordentlich Life Points verloren. Da muss ich völlig aufpassen. Was von hinten? Scheiße. So, okay. Ich habe die Männer schon mal erstmal vom Schlimmsten gerettet. Das heißt, sie können jetzt, glaube ich, in aller Ruhe kämpfen. Ich gucke mal das hier hinten natürlich nochmal an aus Vorsichtsgründen. Okay. Gut, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Jetzt in meiner eigenen Life Points nur das Problem, dass ich hier dementsprechend nicht mehr helfen kann. Wir werden jetzt natürlich versuchen, einmal um die Burg mal komplett rumzuziehen. Ich denke, unsere Männer kriegen das hier einigermaßen hin. Nicht treffen lassen und dann müssen wir gucken, ob da oben auf dem Turm noch was steht. Sieht aber ganz okay aus. So, uns treffen sie anscheinend bislang hier nicht. Ja, weil wir können jetzt tatsächlich gerade herzlich wenig ausrichten. Ich habe zu viele Life Points verloren durch den Sturmangriff. Aber so ist das leider mal. Hin und wieder zieht man da ein bisschen die Arschkarte. Da kommen jetzt neue von denen. Aber ich kann das nicht riskieren. Also ihr müsst euch das einfach mal reinziehen. Ich kann das nicht riskieren. Das müssen die Männer so machen. Ich kann mich hier nur ein bisschen umsehen. Aber im Endeffekt sind die auf sich allein gestellt. So, von der Treppe haben sie es jetzt, glaube ich, jetzt irgendwie runtergeschafft. Was machen die denn da? Los, Jungs, runter von der Treppe. Aber zügig. Ich sneak mich jetzt mal hier runter, aber ich werde schon beschossen. Irgendjemand hat mich da halt im Visier. Da kann man nichts gegen machen. Deswegen, wir müssen jetzt einfach abwarten und Tee trinken. Jungs, wo ist der Angriffsmodus? Ah, okay, sie setzen jetzt auch ein paar auf mich an. Kann ich auch mit leben.
So sollen sie dann wirklich hier hochkommen. So. Also mit so ein paar Leuten werde ich auch noch fertig. Müssen wir halt nur ein bisschen im Rückzugskampf machen. So. Okay, habt ihr's? Was fehlt noch? Ihr lauft hier hin. Hier kann auch gar nichts mehr sein. Habe ich noch alles drum gekümmert? Hä? Männer? Da hinten, wo sie staut, da muss noch irgendwas sein. Ich brauche vielleicht ein paar Pfeile. Ich glaube, da hat sich einer in der Burg da irgendwie festgebackt. Gibt es irgendwo Pfeile? Na, guck mal, die stellen sie alle auf. Da muss irgendwas sein. Keine Ahnung, was, aber da muss was sein. Da werden sie nicht fertig. Ja gut, hier vielleicht irgendwo. Nee. Hey, was muss ich denn jetzt da wieder riskieren? Männer mir nach. Damit fängt sie erstmal an. Damit ich ja jetzt erstmal gleich sehen kann, was da Sache ist. So, Männer, Position halten. Dankeschön. Nach Möglichkeit mich auch noch durchlassen. Ja gut, dann mir nochmal nach. Jungs, lass mich dann jetzt auch voran. Voran! Muss das jetzt ehrlich so sein? Okay, jetzt habe ich aber eine Idee. Edgy Bear Joe, kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Put, 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 put. So, hier bleibt jetzt stehen. Ah, das ist hier zu difficult, was ich jetzt hier vorhab. Komm, lasst mich hier durch. Ach, das gibt's doch nicht, Leute. Hey, unfassbar. So, dann ist hier aber, da drin mache ich das jetzt, so. Dann laufe ich jetzt nämlich da gleich hinten drum rum. So, Edgy Badge. So, jetzt kümmere ich mich persönlich um den Scheiß. So, und ihr müsst mich jetzt hier nochmal tatsächlich irgendwo hinführen. Ihr beiden hier. Ihr Festgebackten. Irgendwo muss ich mich sehen, wo das jetzt war. Das war jetzt irgendwo hier. Seht ihr das? Seht ihr ihn? Ich sehe es nicht. Also Männer, irgendwie sehe ich jetzt das nicht. Ist das hier? Okay, hab's kapiert. Gut, Männer, Position halten. Da muss... Oh, da unten. Okay. Jetzt habe ich's. Der ist runtergefallen, hat überlebt. Aufpassen, nicht meine Beine, dank dir. So, den hast du noch. Nicht meine Beine. Gut. Er kriegt sogar noch einen. So. Puh. Ich habe nicht die Angriffstaste gefunden, aber ich habe überlebt. Auf letzten Drücker überlebt. Oh. Das hätte jetzt nochmal kritisch werden können. Eieieiei. So, 14 Tote haben wir. 200 Festung, Grafen schaffen es zu fliehen, 2 Gefangene und alles, was das hier ist, wird natürlich jetzt sofort eingesackt und als Burgwache aufgestellt und sei es Plünderer und Gebirgsbanditen. Hauptsache, da ist irgendwas. So, 5, 1, 1, 1. So, mal eben jetzt hier das Fressen sortieren. Oh, ey. War das anstrengend. Kinder, Kinder, Kinder. So, und jetzt hier der ganze Scheiß. So. Herr, wir haben Burg Haring nur erobert. Wem möchtet ihr es geben? Ich verlange Burg Haringhof für mich selbst, wie ihr wünscht. Wir sind der neue Herrscher von Burg Haringhof. So, stationiert die Garnison hier. So,
erstmal zwei Bogenschützen draus machen. So, drei. Das. Die drei ausbilden. Auch rüber. So, die zwei Stammeskrieger rüber. Die rüber. Der rüber. 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 Und rüber. Eins, zwei, drei. Auch alles rüber. Rüber. Und ihr vier auch rüber. So, wir laufen jetzt noch mit 65 rum. Ist natürlich stark dezimiert, aber dafür haben wir jetzt schon mal etwas auf jeden Fall hier stehen. So, wir gehen jetzt kurz in die Festung. Da werden bestimmt ein, zwei oder auch fünf, ja, fünf Frauen drin sein. Alles klar. Lady Melissa, ja gut, die dürfen alle gehen. Ich habe ja, ich meine, die Frauen haben nichts verbrochen. Ich möchte jetzt auch kein Lösegeld wegen ein paar Frauen haben. Also, das ist, nee. So unehrenhaft, das macht man nicht. So, das waren die. Gut, okay, verwaltet die Burg, kommt nicht, brauchen wir noch nicht. Verlasst sie, schon besser. So, wir haben jetzt tatsächlich das zweite also geschafft hier. Burg Harimos erobert. Wir gucken jetzt also mal zwei Burgen, die wir jetzt hier haben. Auf jeden Fall wieder was Schönes gerissen hier. Ja, beim nächsten Mal müssen wir uns natürlich darum kümmern, dass wir uns selbst wieder verstärken. Ich meine, wir laufen auf dem Zahnfleisch. Wir müssen dann noch zusehen, dass die Festung wieder verstärkt wird, damit die auch gesichert ist, ehe wir uns an die letzten großen Missionen machen können. Ich denke, so eine Geschichte, was da noch alles kommt, besprechen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ja, Let's Play Mountain Blade, Warband, jetzt dann die Malte. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!